Digga, wie klug ist das? Ich kenne das Video ja selber noch nicht, obwohl ich hier drin vorkomme. Wir gucken das jetzt, dann lade ich das bei KuchenTV an, Kato, und sage, dass ihr alle Tim und Timothy abonnieren solltet. Für die 100k, damit ich den Playbutton kriege. Yo, meine. Es wird vielleicht auch Blazin' Daniel gedisst mit einer ultrakranken Line. No joke, Alter. Ja gut, ich habe das aufgenommen, aber Timo schneidet das und lädt's einfach hoch. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen, freshen Video auf dem Tim und Timothy-Kanal. Was ist mit ihm? Hier auf YouTube geil, abonnieren und ein Like da lassen auf jeden Fall. Wir haben heute zwei echt krass talentierte Rapper dabei. Außerdem noch Twizzy und Cassius Clay, die heute wieder eine neue Folge von Props oder Hops mit uns drehen. Digga, aber Twizzy hat ja mega weiße Zähne, ne? Fällt euch das auf, Alter? Das ist der älteste Joke, den es gibt. Aber ich muss halt Real Talk sagen, ich finde, dass Timo die Videos einfach unfassbar gut schneidet. Also ich sag das ja irgendwie immer, aber ich sehe das halt wirklich so, ne? Also ihr könnt gerne auch jetzt natürlich reinschreiben, was er besser machen soll, dann gebe ich ihm das gerne weiter, aber ich finde, die sind echt gut geschnitten. Zum Beispiel das Intro, das hatten wir gar nicht, ich habe auch nicht gesagt, dass er das reinmachen soll, das hat er einfach selber gemacht. So, finde ich halt richtig stark auch, ne, dass er dann sich da auch, sage ich mal, so ein bisschen selber was auslegt. So, ne? Props oder Hops? Folgendermaßen, wir haben hier jetzt noch drei Zettel, weil das ist die zweite Folge, die wir heute drehen, mit drei YouTubern drauf. Wir werden die ziehen und dann haben, da muss einer von den beiden die Person dissen, der andere muss sie loben. Wir haben 2 Minuten. Einer von denen kann in welcher Runde auch immer diesen Buzzer drücken, dann verdoppelt sich die Zeit auf 4 Minuten. Ja, wenn ich jetzt sage, boah, der ist so geil, den will ich tot loben, so, kann man drücken. Einfach mal reinhauen, so. Das musst du jetzt sein, Digga. Sorry, das musst du mal raus, Alter. Drücken oder tot ist natürlich auch. Bitte drückt den Buzzer erst, nachdem ihr den YouTuber wisst und ob ihr loben oder dissen müsst. Oh, ich hätte so gerne die VBT-Finalbewertung von ihm mit Esther, Digga. Oh, ich habe so Bock, mit Fizzy da im Stream noch zu reagieren. Ich würde ihm 500 Euro geben. Das wäre nur geil, Alter. Nicht einfach random drücken. So, guck. So, wir haben ja 3 YouTuber noch vorbereitet. Okay, sind. Oh, dann nehme ich den hier. Den, Mensch. Was ist denn da los? Es ist... krank, aber der war natürlich. Warte noch kurz, ich hab mein Handy. Blazin' Daniel ist oder bei Daniel! Genau, Schnick, Schnuck machen und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr den Buzzer drückt oder nicht. Twizzy kommt einfach so sympathisch rüber. Ja, also ich muss Real Talk sagen. Twizzy ist auch für mich einfach ein richtig guter Kumpel geworden, so in der Zeit. Also wir kennen uns jetzt so irgendwie seit, ich glaube, 2 Jahren oder so. Wir haben schon einiges auf jeden Fall durchgezogen und so. Der ist wirklich unfassbar korrekt. Also muss ich echt sagen, ich hatte mit Twizzy in den ganzen Jahren halt auch noch nie Streit. Klar, gibt immer 1, 2 Punkte, wo man ein bisschen anders denkt, aber ist ja alles cool. Also der ist wirklich mega korrekt. Cassius aber zum Beispiel auch. Mit Cassius hatte ich sogar mal Beef. Das war irgendwie 2016, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, unter einem Post von Punch Arroganz oder whatever. Ich weiß nicht mehr wirklich, was da halt war. Und ja, wir hatten dann nie miteinander zu tun und dann habe ich ihn halt das erste Mal gesehen und ja auch sehr korrekt, ne? Wie Tim versucht, überrascht zu wirken. Digga, das haben wir vor 3 Wochen aufgenommen. Vielleicht habe ich da auch schon Bier-Intus gehabt, weiß man nicht, kann man jetzt nicht mehr genau feststellen. Und ich habe auch nicht auf Twizzys Bewegungen geachtet und so. Unentschieden? Oh nein, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren! Was? Ja, Mann! Ich will ihn dissen! Blazin' Daniel, Alter. Ich glaub, den kennst kann man du Blazin' Daniel? Woher kennst du den? Ich glaube, KuchenTV hat mal ein Video gemacht, der lächerlichste Keck oder so. Ne? Echt? Hat den echt komplett hops genommen. Hab ich auch gesehen, ja. Der ist auch, glaube ich, ein bisschen von sich überzeugt, habe ich gehört. Hast du seine Animationen gesehen in diesem einen Genozid-Track? Ah, die waren krank. Da kommt von der Seite einfach ein ausgeschnittener Elefant rein, der wackelt und dann nach oben geht. Heftig. Dafür hat er sich aber auch nur 10 Minuten in den eigenen Instagram-Stories den Schwanz gelutscht. Ja, es ist wirklich so unangenehm gewesen. Ich will euch das zeigen, Alter. Ich will euch das wirklich einfach zeigen. Wie heißt er nochmal? Blazin' Daniel Genozid. Er hat sich halt, no joke, für dieses Video hat er sich bei Instagram einfach selber den Schwanz gelutscht, weil er das so krank fand. Sehe ich das hier mit dem Elefant? Ich muss euch das zeigen, Digga. Der Elefant ist wirklich, der ist am heftigsten. Ihr seht schon auf jeden Fall hier in diesem kleinen Bild diese Qualität. Er hat wirklich gedacht, dass das Video krank ist, ne? Also das wollte ich nur kurz sagen. Gut, den Elefant finde ich jetzt vielleicht nicht direkt. Ist es ein Elefant? Naja, aber guck mal die. Hinter mir steht Leistung, hinter euch steht nur ein Klo. Das waren einsilbige Reime, damit ihr überhaupt etwas versteht von dem Bild, das ich euch zeichne. Droppe Genozid, aus dem Nichts so cool als Träne fließt, denn er weiß genau, ich räum ihn aus. Er hat sich aber den Schwanz gelutscht für dieses Video, Digga. Wo ich mir so denke, Alter, das mache ich dir auch. Und ich habe keine 80 Diss-Tracks, 400 normale Songs, also insgesamt 430 so. Räum ihn aus dem Weg wie Schneemobil,
Ja, vor allem, das sah richtig scheiße aus. Digga, ey, das kannst du dir ja wirklich nicht ausdenken, diesen Typen. Na, ja, Hollywood. Ist Steven Spielberg kann einpacken an dieser Stelle. Hollywood ruft an. Ja, jo, hier ist der Walt Disney, Digga. Suchst du noch einen Job? Walt Disney, Bro. Was für gute Dinge? Gute Dinge an Blazin. Also ich würde sagen, er bietet viel Material für Memes. Das ist ja auch gut. Er hat mir, ich glaube, das Blazin-Video hat mir $2,000 gebracht. Okay. Also auch das. Ne, danke. Stimmt übrigens gar nicht, weil zu der Zeit habe ich gar kein Partnerprogramm. Aber es wären wahrscheinlich 2.000 Euro. Ich glaube, er kauft Klicks. Darf man auch, wenn man ihm das zwischendurch Props geben? Ich habe einmal Props kurz. Ist okay. Ja, aber wenn du das, Bro, denkst, das ist dein Text, ey, dein Text. Ja, musst du halt wissen. Deine Lyrics. Du hast auf jeden Fall nur noch 15 Sekunden, ne? Das wird mich beeilen. Die Zeit läuft. Oder der goldene Wasserkanal gedrückt werden und könnt die Zeit verdoppeln, ne? Ja, das ist die Option ist immer. Das verschwende ich nicht, Digga. Und 5, 4. Nicht gegen ihn, das ist er nicht wert, Digga. 3, 2, 1. Und Ende. Wissen, der fängt an. Es ist Twistmaster of Doom. Let's go, Bro. Okay, Blazin. Digga. Okay, ich versuch die Punchlines gegen dich kurz zu halten. Digga, du bist so Sonderschule durchgefallen, Alter. Digga, ich hab so richtig Bock, dich wegzuficken. Du bist so wack. Bei dir ist sogar ein One-Take-Video schlecht geschnitten, Alter. Ja. Real motherfucking talk, ohne zu stressen. Doch du hast bei Timo zu Hause deine eigenen Popel gefressen. Ich schwöre. Real talk. Ich schwöre, Digga, ich schwöre. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Digga, du bist sowas von Offbeat, ne? Aber jeder deiner engsten Freunde denkt sich, wow, wie derb dieser float. Ich schwöre, wäre ich du, dann wäre ich lieber tot. Aber safe, du bist relativ explizit. Ich meine, du Wack MC hast dich in 5 Minuten in deine Ex verliebt. Aber von den anderen Hatern hast du dich relativ gut abgegrenzt. Wenn du mich bei FaceTime noch einmal eine Ratte nennst. Ich schwöre, Digga. Ich bin doch nur einer, der dir helfen will. Auch wenn ich dich diss, Props an dich, dann wäre ich du, hätte ich mich schon lange selbst gekillt. Okay, noch eine kleine... Digga, die letzte Line. Die jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob die jetzt kommt, aber die letzte Line, no joke, die ist krank. Die letzte Line, die gleich kommt, die ist tot, Digga. Real Talk hier am Ende. Die letzten Worte deiner Oma am Krankenhausbett. Du Hurensohn, leg die Kamera weg. Oh. Digga, wie kann man jemanden mit einer Line einfach... Digga, ist tot. Der ist weg, der existiert nicht mehr, Digga. Es gibt Blazin Daniel jetzt offiziell nicht mehr, Digga. Es ist halt einfach, es ist vorbei, Digga. Ich war ja diese Line so krank, ey. Oh Mann, ey. Wie kann man jemanden so hops nehmen, Alter? Es ist einfach vorbei. Oh, kannst du das mit dem Popel relaten? Bro, sie muss es gesehen haben. Keine Ahnung, Mann. Ich bin nicht dabei, aber... Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, ich bin dabei, was soll ich machen? Da muss ich erzählen, wenn ich gesehen habe. Ja, ey, Digga. Ja, seine eigene Popel ist halt übrigens ein besseres, wie heißt das? Immunsystem? Ja, genau. Das ist krass, Alter. Ich bin nicht krank, also... So, Cash ist gay. Ey, yo, Blazin Daniel, der disst irgend so ein Crack-Vibe, weil sie nicht zur Post geht für ihn. Ey, wie kann man so ein Kick sein? Du Drecksschwein. Real Talk, die Schlampe war noch nicht einmal geschlechtsreif. Doch was erwartet man von wem, der Gazastreifen mit S schreibt? Stimmt, Digga. Mal, okay, das, ey, sorry, das zieht die Reaction in die Länge, aber das muss ich euch zeigen, Digga. Genozid Blazin. Also, es ist ja okay, wenn man mal Wörter falsch schreibt. Ich kann jetzt ja auch nicht alles richtig schreiben oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, aber das muss ich jetzt ja wirklich raussuchen, ne? Er hat irgendwo Gazastreifen mit S geschrieben. Oder steht das hier irgendwo? Ja, gut, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Track durchzugucken. Vielleicht hat irgendwer von euch Bock, da durchzugucken. Er hat irgendwo einfach Gazastreifen mit S geschrieben. Gazastreifen. Digga, das ist halt, wem willst du das erzählen, ey? Wie soll sich irgendjemand in den Dude da verlieben? Der ist weder cool, noch ist er niedlich, doch denkt, dass er ein Superstar-MC ist. Der lädt Spotty hoch, doch besetzt Rechte für Promotion an den Beats nicht. Ey, wie Kuchen gerade gesagt hat, den zu loben ist echt schwierig. Ich denke, das ist schon gay. Spar dir die Antwort, die kommt ja, dir nicht an, weil deine Bitches gleich für dich ja nicht zur Post gehen. Hey, Cassius, ich spit ein 16er und check deine Mutter und sag am nächsten Morgen zu ihr das gleiche wie zu dir. Verpiss dich und lösch meine Nummer. Mir ist einmal nichts Positives eingefallen. Ich ziehe. Ja, einfach Props oder Hops, aber bei Blazin ist es dann irgendwie doch Hops oder Hops. Die nächsten YouTuber, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Schreiben die Leute Apo? So? Nein, du musst erst gucken, was du machst. Hör auf, Mann. Klick, Schlag, Schluck jetzt.
Willst du das mal du Fun Fact, wie wird's geil? Ja. Wird's wirklich geil? Übertrieben. Gehst du unter die Gürtellinie? Ich weiß gar nicht, wen die jetzt genommen haben. Ja, wenn ich darf. Okay, dann zieh durch. Werden die Punchlines das ähnlich? Oh. Auf jeden Fall 4 Minuten. Heftiger Effekt, Alter. Auf die Plätze, okay, fertig. Ich guck kurz, ob Noah noch pennt. Nicht, dass er rennt. Oh, Red. Meinung? Boah, ich mag den auf jeden Fall, Mann. Ist auch ein cooler, sympathischer Typ. Ich glaube, der sagt auch selten die Unwahrheit. Also wenn der was sagt, dann weißt du, jo, das ist auch Real Talk ernst so. Also der hat, würdest du sagen, dass er noch nie gelogen hat? Der hat noch nie was gesagt. Da ist der Gazastreifen-Timestamp. Oh, Digga, Ehre auf jeden Fall. Ja, jetzt hat aber einer reingeschrieben, dass das vielleicht doch so geschrieben wird. Ich kenn's auch nur mit Z. Vielleicht heißt das, der Gazastreifen wird vielleicht in deren Sprache so geschrieben. Ja, Gazastreifen. Feier ich, Alter. Ach. Blazen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber dass es auch wirklich so stimmt. Das rechne ich ihm wirklich hoch an. Wie sieht's aus bei euch? Wie läuft's? 4 Minuten Zeit? Die werden die Finger sich aber rumgetippt, ne? Ja, ne? Vor allem, warum schreibst du nicht am Mac? Ich weiß nicht, irgendwie gerade so. Wir haben übrigens ein neues Mikrofon. Wir haben jetzt 2 Folgen aufgenommen. Wenn der Ton scheiße ist, dann war es auch schon in der alten Folge. Dann entschuldigen wir uns natürlich dafür, aber es ist uns auch egal, Digga. Hauptsache Geld. Ey, man kann jetzt machen, man gibt sein Bestes so, aber wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Wir haben es locker 15 Minuten probiert oder so. Ja, guckt euch die Tracks von Blazin Daniel an so. Der gibt ja auch sein Bestes so. Und das muss man ja auch dann anerkennen. Ja, eben. Auch wenn es halt komplett wack ist und scheiße und er es auch nicht checkt. Aber trotzdem strengt er sich an. Genauso wie wir. Ja. Scheiße, wir sind quasi Blazin Daniel. Ja, Mann, scheiße. Wie kann man sich selber Kanal so runter... Fuck, Digga. Okay. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Red. Red, weil er rot wird, weil er lügt. Verstehe. Yo, Kuchen TV hat dich eigentlich vernichtet, aber eine Statistik, ach, ich bin wie du, scheiß auf die Statistik. Okay, wir sind alle nicht fehlerfrei. Ich dachte echt, nach eurem Live-Talk gibt's eine Schlägerei. Digga, du musst ApoRed auch mal ausreden lassen. Ich meinte, er hatte nur 99% von eurem Gesprächsanteil. Kuchen TVs Vorwürfe kann man kaum aushalten. True. Ey, deine Bewertung bei diesem einen Video, das war übelst gut. Wirklich gut und deshalb musstest du die Bewertung auch ausschalten. Doch deine Jurakenntnisse sind immerhin beträchtlich. Ey, 2 plus 2 ist 5. Keine Lüge. Ich habe mich nicht wissentlich verrechnet. Okay, Lügner. Alles Untermenschen. Wie Fußmatten. Props an ApoRed. Schick den kleinen Grußkarten. Mimi ist psychisch krank geworden. Gib dem ApoRed mal Props, psychologisches Gutachten, Alter. Ich frag mich ehrlich, was bei dir geht, du Bengel. Alter, wenn ich dich sehe, dann liebe ich Blazin Daniel, Alter. Ich hoffe, aber Bruder, ich hoffe, die Geschworenen sprechen ihn nicht schuldig, den Armen. Und wenn doch, dann stimmst du sie bestimmt um mit ein paar Schultermassagen. Erstmal ganz kurz, ApoRed stimmt die Geschworenen um mit ein paar Schultermassagen, doch bevor das passiert, wird Zeit bei uns seine Schulden bezahlen. Guck ich Montana Black, will ich gute Mucke hören, höre ich Carpi-Tracks. Will ich wichsen, guck ich Wieso zu, wie er Shaden Rogue das Arschloch leckt. Und will ich Argumentation und Rhetorik, dann guck ich Videos von ApoRed. Unglaublich, dass der Bruder niemals Doppelmoral droppt. Und wie ausgefeiert er jeden Vorwurf kontert mit ey, selber oder doch. Und die Sneeper-Sammlung, Money läuft, YouTube regelt und fliegt. Und bei dir zu Hause riecht es großartig, nach Käsefabrik. Ey, wie krass kann man denn sein? Apo hat in seinen Pranks mit Leon und den Zuschauern sogar die versteckte Kamera gezeigt. Und Apo sagt seit Wochen, dieser Mimi ist ein Peach, doch jedes Apo-Video klingt nur nach Mimi. Ganz ehrlich, ja, das wollte ich dir noch kurz sagen. Geil, wenn wir beide gerade freestylen würden, würde ich dich locker fressen und wieder ausspucken. Das Einzige, was mir an deinem Apo-Part aufgefallen ist, du steckst so tief in Kuchens Arsch drin, du kannst aus deinem Mund wieder rausgucken. So, der letzte Name. Letzte Name, ey, du musst ihn. Okay. Oh, mal gucken, ne? Ja, ich finde das auch voll krass. Also, die haben auch bei uns irgendwie mal eine halbe Stunde gefreestylt gegeneinander, irgendwie immer 4 Takte oder was. Hat aber locker eine halbe Stunde und es ist nicht so, dass jetzt die ersten Takte gut waren und dann scheiße, sondern wir haben echt die ganze Zeit gelacht. Ey. Ich finde das echt eine Begabung. Ich hätte auch Bock, so freestylen zu können, aber da müsste man was dafür tun, Digga. Letzter YouTuber für diese Folge ist. Oh mein Gott, Mimi. Was passiert hier, Leute? Schnick, also. Schnack, Schnuck. Ich will ihn loben. Mimi? Ist natürlich auch ein YouTuber. Kranker YouTuber, ne? Ja, der hat schon mal ein Video hochgeladen, glaube ich. Was macht er so für Videos? Zerstört gerade ApoRed immer mal wieder und Leon Mascher, ne? Da hat er sich so drauf eingeschossen. Das ist, einige machen Gaming, einige machen Beauty und er macht ApoRed und Leon Mascher. Ja, das ist sein Content. Der ist Optiker. Optiker? Ja, er hat jetzt Optiker. Denn er ist Ottiker.
Bro, die Rapper-Gene springen langsam über. Ansteckender als Corona. Jo Leute, das waren die 2 Minuten, der Dissende darf anfangen, also Cash is Clay. Da kann ich nicht halten. Oh. Yeah. Ey, yo Mimi, du Dreckslappen. Spaß, du hast bestimmt nur 3 Perspektivenaufnahmen von meinem ersten Mal auf deiner Festplatte. Aber Real Talk an der Stelle, du lächerliche Bitch. Was es nicht alles auf Mimis Festplatte so gibt? Du warst doch damals cool mit jedem, Bruder, Ärger gab es nicht. Doch du antizipierst vorausschauend wie eine lächerliche Bitch. Jemand könnte dich mal ficken, darum denkt er sich für sich. Besser auch über aktuelle Freunde Material sammeln, wie gefickt dein Selbstbewusstsein ist. Ich meine, stellt euch das mal vor, gegen wen der jetzt gerade mit dir ist, Material sammeln, auch ohne Stress, falls es später welchen gibt. Ich führe Freundschaften aus Liebe. Mimi führt sie... Ja, wie gucke ich denn da, Alter? Guck dir mal mein Face an, Alter. Eine ekelhafte Bitch. Seine Jungs denken an ihn, währenddessen denkt er nur Chat an sich. Ich weiß gar nicht, ob es noch sammelt seit Jahren Material gegen seine Freunde, sodass er es später an ihren Drücken wie ein Messer damit fickt. Also scheiß auf Leon, Apo oder Twizzy, Mimi. Sag mal ehrlich, wer ist hier die Snitch? Hey, Süße. Mimi, deine YouTube-Videos, richtiger Overkill. Denn wenn ich deine Clips sehe, denke ich mir, boah, das ist krasser als ein Christopher Nolan-Film. Ey, in deinen ganzen Beef-Stories bist du sowas von krass in das Battle gekommen. Ich meine, während du ApoRats Mutter fickt, sagt sie, ey, nenn mich bitte Detektiv Conan. Junge, du musst die Leute in den Suizid treiben. Mann, da geht doch noch mehr. Oder warum lebt noch dieser Leon-Maschine? Ey, aber deine depressive Freundin, die hast du recht gut aufgepäppelt. Ich meine, damit sie sich nicht verläuft, da hat er sie sogar an den Baum gefesselt. Ja, ich habe dir zugehört. Du beobachtest uns alle über Google Earth. Letztens hatte ich dich am Telefon. Ich dachte mir so, Leon Mascher, er ist tot. Ich hatte krasse Emotionen. Denn Mimi bildet den Gegenpol. Denn seit er Leute wie Leon Mascher und ApoRed fickt, supporte ich ihn im Fernsehen, denn er chartet die Mimi-Playback-Show. Krank. So, meine Freunde, das war die Folge für heute. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Cassius Clay und Twizzy. Wir haben noch eine geile Ankündigung, und zwar könnt ihr das Album von Cassius Clay vorbestellen. Das kommt am 5.2. mit dem Namen Access, ist ganz oben in der Beschreibung. Und wir haben sogar noch ein kleines Gewinnspiel für euch, meine Freunde. Yeah, denn unter den beiden Folgen, die wir jetzt gedreht haben, unter beiden Videos verlose ich jeweils eine Access. Box für jeden, der mit dem Hashtag Props oder Props oder Hops. Und zwar verlose ich unter jedem, der entweder mir oder Twizzy oder auch KuchenTV oder Timo ein Bild von der Bestellung der Accessbox schickt mit dem Hashtag Props oder Hops. Eine Accessbox, die Auflösung machen wir hier, wenn wir die nächste Folge drehen, oder? Ja, klingt gut. Wunderbar. Yo, genau so, Leute. Und ich habe hier noch ein 100 Bars A Cappella gegen Blazen. Okay, vielleicht. Ah, nice, geile Folge. Abonniert auf jeden Fall den Kanal.